Piccata Milanese oder Mailänder Schnitzel, das soll es heute geben. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen, ihr habt es gesehen, ich habe Spaghetti gekocht, ich habe eine Tomatensoße gekocht. Ein Wort zu der Tomatensoße, ich habe die gewürzt mit dem Pizzablitz und dem Bruschetta-Gewürz von Edelschmaus. Diese Gewürze sind richtig klasse für so eine Tomatensoße. Und wenn man die jetzt einkochen lässt und gibt vielleicht noch ein Teelöffelchen Oregano dazu, dann hat man eine ganz tolle Pizzasoße. Gut, das zu der Soße. Und das habe ich vorweg gemacht, weil diese Schnitzel hinterher so schnell gehen. Und wir werden dann die Nudeln bzw. die Spaghetti in der Pfanne noch mal so ein bisschen auffrischen, vielleicht noch ein paar Tomaten dazu, aber das sehen wir dann. Und ich hole euch wieder mit dazu, wenn es soweit ist. Wir essen erst in circa 2 Stunden. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich diese Vorbereitung schon getroffen habe. Dann geht das nämlich hinterher zack, zack und dann ist Essen fertig. So Freunde, es ist 17 Uhr und der Wunsch wurde geäußert, jetzt soll es dann bald Essen geben. Und jetzt bin ich froh, dass ich das alles vorbereitet habe. Jetzt machen wir innerhalb von kürzester Zeit unsere Nudeln, die bringen wir jetzt wieder auf den Punkt. Das heißt, die machen wir jetzt nur noch warm. Ein paar Tomaten will ich dazu tun, Oliven habe ich noch hergerichtet. Und dann panieren wir unsere Schnitzel und dann ist das eine Ruckzuck-Geschichte und Essen steht auf dem Tisch. Kirschtomaten, die werden wir uns halbieren. So, ihr habt es gesehen, unsere Tomatenhälften und meine 11 Oliven, die sind wahrscheinlich alle für mich, die mag ja nicht jeder. Die lassen wir da in der Pfanne jetzt so ein bisschen angehen und dann kommen die Nudeln gleich wieder mit dazu. Und an der anderen Pfanne, in unserer Sauteuse, da habe ich schon das Rama zum Braten gemischt mit etwas Rapsöl. Und da geht es dann nachher weiter mit unseren Hähnchenschnitzeln. So, das war's mit den Nudeln, die bleiben jetzt da drin warm. Wir haben den Herd auf Stufe 1 gestellt und jetzt gehen wir wieder zurück und machen mal unsere Schnitzelchen. So, für unsere Panade habe ich mir 60 Gramm Mehl abgewogen. Zwei Eier. Etwas Salz, vorsichtig, da kommt noch Käse rein und etwas Pfeffer. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist Käse reiben. So, hier haben wir Parmesan. So, das sind so gute 80 Gramm, schätze ich mal. Und das geben wir jetzt damit zu unseren Eiern und zu unserem Mehl. Gleich von Anfang an etwas Milch dazu, so 3 Esslöffel. Ist mir noch ein bisschen zu dick, tun wir noch ein Löffelchen dazu. So gefällt mir das gut. So, unsere Pfanne habe ich derweil auch schon aufgeheizt. Da können wir gleich mal die Temperatur runterschalten. Die muss nicht so heiß sein. Ich glaube, so können wir es dann besser sehen. Einfach hier durch. So. Und legen es so in die Pfanne. So, ganz kleines haben wir auch noch, das legen wir auch noch mit rein. So, die Schnitzelchen, die lassen wir jetzt bei schwacher Hitze schön goldbraun braten und wir werfen noch mal einen Blick in unsere Nudeln, dass wir die vielleicht noch mal umdrehen. So Freunde, ihr habt gesehen, dass mit den Schnitzel ruckzuck rausbraten, das hat jetzt doch nicht so gut gepasst. Ich Trottel habe die falsche Platte genommen und dadurch mussten wir die jetzt zweimal drehen. Besser wäre es natürlich nur einmal zu wenden. Die Gefahr, dass irgendwas anbappt, ist natürlich auch nicht so groß, wenn man sie nur einmal wendet. Und die Nudeln könnte man jetzt auch erst machen. Also wenn man die erste Seite von den Schnitzeln gebraten hat, dann die Nudeln herrichten. Das reicht auch vollkommen hin, dann stehen die auch nicht so lange. Gut. Das war's jetzt. Vom fertigen Teller mache ich euch natürlich wieder ein schönes Foto. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Macht's es gut. Ciao.